Seelenpartner, deine größte Herausforderung. Teil 2. Selbstliebe. Der Seelenpartner zeigt dir erstmals, wie sich das anfühlt, vollkommen zu lieben, aber ohne Bedürftigkeit nach einem Menschen zu sein. Das ist seine Aufgabe, dir diesen Quantensprung ins Herz zu ermöglichen. Du kannst immer noch seine Anwesenheit genießen. Du kannst immer noch Sex mit ihm genießen. Nein, nicht immer noch, sondern jetzt überhaupt erst richtig. Weil du es nun fließen lassen kannst. Alles kann sein, muss aber nicht mehr, damit du glücklich bist. Du klammerst nicht mehr, versuchst nicht mehr festzuhalten. Es macht dir kein Leiden und keine Not mehr, wenn er nicht da ist. Ich spreche nicht ohne Grund vor allem die Frauen an. In den meisten Fällen sind die Männer die Verweigerer und die Frauen diejenigen, die nicht loslassen können und zuerst den Lernweg durchlaufen müssen. Nicht müssen. Dürfen. Es kann bis zu 10 Jahre und länger dauern, bis die Frau ihre Muster erkannt und geheilt hat, je nachdem, wie leidensfähig sie ist und wie lange sie braucht, um die Liebe einfach ohne irdische Erfüllung aushalten zu können, sie zulassen zu können im eigenen Herzen, sie als ihre eigene Liebe zu erkennen und den Wunsch nach Partnerschaft mit diesem Mann loszulassen und sich ihrem eigenen Leben und ihren Wachstumsprozessen zuzuwenden. Hast du schon einmal versucht, ein starkes Liebesgefühl bei dir zu behalten? Es auszuhalten, ohne etwas damit zu tun? Ohne es zu jemandem hinfließen zu lassen? Du glaubst, es verbrennt dich. Aber es verbrennt nur alles in dir, was nicht Liebe ist. Eine Seelenpartnerbeziehung verläuft nach immer denselben Gesetzmäßigkeiten und Abfolgen. Fast immer ist die Frau dabei die Aktive und muss den Lernweg zuerst beschreiten. Das hat etwas mit der Natur der männlichen und weiblichen Energien zu tun. Mehr dazu gibt es im Beitrag das weibliche und männliche Urprinzip. Sie ist der Motor im gemeinsamen Entwicklungsprozess und auch die, die furchtbar leidet. Während der ganzen Zeit bleibt der Mann im Kopf und lässt keine Gefühlstiefe zu, zieht sich dauerhaft oder immer wieder zurück vor der Gefahr und lebt einfach sein Leben im sicheren Modus weiter. Dies ändert sich erst dann, wenn sie anfängt, ihn emotional loszulassen und ihren eigenen Weg geht, was wiederum mit dem Erkennen und Heilen ihrer Elternthematik zu tun hat, deren Muster sie geprägt haben. Ihre Aufgabe ist es, die Liebe, die Quelle der Liebe, in sich selbst zu entdecken und sie nicht länger beim Mann zu suchen. Sie wird zur Liebe. Der männliche Seelenpartner kann erst in seine eigene Entwicklung kommen, wenn die Seelenpartnerin ihren Lernprozess durchlaufen und abgeschlossen hat. Erst wenn er ihren Sog nicht mehr spürt oder sie ganz verliert, kommt er in Kontakt mit seinen verdrängten und kontrollierten Gefühlen. Dann beginnt sein Leiden. Sein verdrängter Schmerz kommt an die Oberfläche. Er spürt, dass er sie verlieren könnte, dass er sie nicht mehr sicher hat, dass sie ihn nicht mehr nährt und stützt. In diesem Moment wird seine Verlustangst größer als die Ängste vor der Nähe, die auch in seiner Kindheit entstanden sind. Auch das stimmt so natürlich nicht. Wir rollen die Ängste nur auf durch die Gegebenheiten, die wir in unserer Ursprungsfamilie, dem Ort, dem Land und der Gesellschaft vorfinden. Diese Gegebenheiten sind das Raster, das zu dem Entwicklungsstand passt, an dem wir weitermachen in dieser Inkarnation.
Eltern haben also nie Schuld. Sie liefern uns lediglich die Voraussetzung für unseren nächsten Wachstumsschritt. Und an dieser Stelle verweise ich wieder auf meine Artikel über das weibliche und männliche Urprinzip. Es geht beim Loslassen der Frau letztlich nicht in erster Linie um ein Verlassen des Mannes, obwohl dies auch oft geschieht, sondern darum, dass die Frau wieder in ihre urweibliche Grundenergie findet und bei sich bleiben lernt. Nicht eine frustrierte Abkehr vom Mann ist die Lösung, sondern eine liebevolle Hinwendung zu sich selbst, ohne den anderen zu brauchen, ohne Erwartungen und ohne Druck. Dabei kann es durchaus sein, dass man während des ganzen Prozesses auch äußerlich in Verbindung bleibt. Der Lernprozess der Frau dreht sich um die Wiederbegegnung mit ihr selbst, die Versöhnung aller inneren Mangelzustände, die Befreiung des Irrglaubens, man könne Glück außerhalb von sich selbst finden. Und damit das Zurückfinden in die eigene Wertigkeit und in die weibliche Urintelligenz, die sich nicht von der Emotionalität der Frau leiten lässt. Wer sich der Königin oder Göttin erinnert, wird wieder empfänglich für das Leben, für die Liebe. Mit Betonung auf empfangen, nicht haben wollen, sich sehnen, kämpfen oder agieren. Liebe empfangen heißt in sich ruhen, sich selbst versorgen auf allen Ebenen und in sich selbst ganz sein. Nicht immer gibt es ein Happy End. Nur circa 10-15% schaffen es auch am Ende in die Partnerschaft. Diese Zahl scheint sehr gering zu sein, was wiederum daran liegt, dass sich überhaupt nur 20% der karmischen Aufgabe mit dem Seelenpartner stellen und dann den Prozess vollständig durchlaufen. Und circa 80% derzeit noch irgendwo stecken bleiben in ihren Opferhaltungen und nicht weiterkommen. Vorerst nicht weiterkommen. Der Seelenpartner ist in erster Linie nicht als Heiratskandidat gedacht mit der perfekten Beziehung, sondern als Lehrer. Obwohl es einen Seelenpakt gibt, also eine Absprache der Seelen, dass es auch in eine Partnerschaft münden soll, wird unser freier Wille von der geistigen Welt immer darüber gestellt. Auf Seelenebene sehen die Dinge eben oft ganz anders aus als hier im Vergessen, in der Verstrickung des Ichs. Die Frauen müssen oft den Weg zuerst gehen, sind aber dann auch zuerst am Ziel, wenn sie den karmischen Auflösungsweg wirklich durchlaufen. Oft hat die Frau bereits einen neuen Partner gefunden, bevor der Seelenpartner endlich aufwacht und seinen Lernprozess aktiv beschreitet. Manchmal sind seine Blockaden auch so verfestigt und er weiß nicht, wo er ansetzen soll und macht einfach so weiter. So oder so wird sie dann nicht länger auf ihn warten. Das mag für viele Frauen kein Trost sein und auch keine Motivation. Aber letztlich geht es in dieser Lernbeziehung um euch selbst. Auch wenn Frau sich das lange nicht vorstellen kann. Es geht vor allem darum, in die Eigenliebe zu kommen, in die Eigenständigkeit, nicht in die Partnerschaft mit diesem Mann. Es gibt so etwas wie eine letzte Prüfung für die Frau. Eine emotionale Entscheidung, oft zwischen zwei Männern. Wenn der Seelenpartner noch in seinen Mustern feststeckt, die Frau aber in der Eigenverantwortung angekommen ist, zieht sie ziemlich rasch einen Mann in ihr Leben, der ihrer Entwicklung entspricht und auch in der Freiheit des Herzens angekommen ist. Dieser Mann ist auch ein Dual. Dass das so ist, scheint ein Widerspruch zu sein, liegt aber einerseits daran, dass der Seelenpartner erst dann seinen aktiven Lernweg beginnt, wenn sie ihn losgelassen hat. Aber eben weil sie losgelassen hat, taucht nun nach dem Resonanzgesetz
sofort ein Pendant auf. Geschrieben von Ute Strobusch, gelesen von Mareike Spandolf.